Hallo, guten Tag, willkommen im Modellbahnhof Stockheim. Mein Name ist Matthias Koch, ich bin der erste Vorsitzende des Vereins Modellbahnhof Stockheim e.V. Seit September 2019 betreiben wir diese Modellbahn-Schauanlage in der Nähe von Frankfurt, die wir Ihnen heute auf diesem Wege gemeinsam mit einigen Vereinsmitgliedern vorstellen möchten. Wir sind nicht nur der Betreiber dieser Modellbahn-Schauanlage, sondern wir bieten viel mehr. Unter anderem sind wir Händler der Firma Märklin und hier insbesondere die Produkte der Marke LGB, der Gartenbahn, die wir Ihnen auch später dann natürlich bei uns hier in der Anlage gerne vorstellen. Wir sind ziemlich gut sortiert an Neuware, insbesondere Produkte der Rhenischen Bahn. Das ist auch unser Thema bei unserer ca. 1000 Quadratmeter großen Gartenbahnanlage. Und wir haben auch immer wieder interessante gebrauchte Lokomotiven, Wagen, aber auch Zubehör, da wir immer wieder gerne auch gute, erhaltene Produkte aufkaufen. Wie gesagt, wir betreiben nicht nur diese Modellbahn-Schauanlage, sondern wir bieten viel mehr. Wir haben viele Bereiche, die Sie gemeinsam, ob mit Kindern, ob mit Enkelkindern, mit Freunden, mit Eisenbahnliebhabern oder Ähnlichen besuchen möchten. Wir haben Kinderspielbereiche, wir haben im Sommer einen Außenspielplatz und was besonders wichtig ist, wir sind gerade dabei, unsere Schauanlage in der Baugröße H0 zu erweitern. In diesem Zusammenhang bauen wir auch eine neue Kinderspielanlage, über die wir auch separat noch berichten werden. Wer Lust hat, bei uns mitzuwirken im Verein, der kann sich natürlich sehr gerne bei uns melden und entweder als aktives Mitglied hier mitwirken oder uns als passives Mitglied in unseren Aktionen unterstützen. Aber jetzt lassen Sie sich einfach überraschen, was wir Ihnen hier gerne zeigen möchten. Ja, liebe Besucher, nun sind wir in unserer Modellschweiz. Ja, hier sind wir an einem ganz besonderen Bereich, nämlich dem Kreisviadukt von Brusio. Dieses haben wir originalgetreu nachgebaut. Alleine 11.000 kleine Steine wurden benötigt, um das Viadukt zu verkleiden. Ganz besonders stolz sind wir auch auf die originale Oberleitung, die mein Sohn Lukas zusammen mit dem Herrn Dr. Pietsch sowohl entwickelt als auch dann im Maßstab 1:22,5 gebaut haben. Nun gehen wir ein Stück um die Anlage. Und Sie können hier sehen, den gesamten Bereich, wie er sich im Original um Brusio herum darstellt. Wir haben natürlich einige Besonderheiten hier wieder eingebaut, die alle per Tastendruck funktionieren. Zum Beispiel eine Baustelle, wo die Fahrzeuge sich bewegen. Anschließend sehen wir hier das Ort Brusio. Hier haben wir zum Beispiel den originalen Nachbau des Bahnhofes. Genauso wie er sich in der Natur darstellt. Eine Kirche mit einem Friedhof, natürlich sehr viele Touristen, die hier warten, bis der nächste Zug kommt aus Tirano. Und dann geht die Fahrt weiter Richtung des Bernina Passes. Hier haben wir verschiedene Szenen. In der Schweiz haben wir natürlich auch sehr viel Holzeinschlag in Graubünden. Somit haben wir auch hier ein Sägewerk angedeutet und eine kleine Bahnstrecke, wo auch Baumstämme entsprechend transportiert werden. Hier sehen wir einen kleinen Bergsee und dann geht unsere Tour weiter. Und dann kommen wir in den Bereich, wo noch einiges zu bauen ist. Das ist im Bereich St. Moritz. Und im Hintergrund haben wir Pontresina und vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, oben auf dem Berg gibt es unter anderem einen Sessellift und auch eine Bergbahn lässt sich hier per Tastendruck ansteuern. Ja,
Das soweit hier zu der LGB-Anlage in der Halle. Und wie vorhin schon gesagt, wäre natürlich toll, wenn Sie uns bald hier wieder besuchen würden. Viel Spaß!